Willkommen zur nächsten Folge von Coaster Battle. Heute schauen wir uns die beiden Intermin Wing Coaster an, und zwar einmal Skywash im Hirschi Park und Flying Aces im Ferrari World in Abu Dhabi. Skywash hat im Jahr 2012 eröffnet und war der erste Wing Coaster von Intermin. Das heißt, wir haben Züge mit vier Personen nebeneinander und die äußersten davon sind immer flawless. Und Flying Aces hat 4 Jahre später eröffnet, im Jahr 2016. Und im Gegensatz zu Skywash hat die Bahn eine Inversion in Form von einer Hardline Roll. Und bei beiden Bahnen handelt es sich auch um einen Hypercoaster. Flying Aces bin ich gefahren während meines Besuches im Ferrari World im Jahr 2017. Und Skywash bin ich gefahren während meines Besuches im Hershey Park im Jahr 2019. Und diese beiden Bahnen werden wir anhand von 10 verschiedenen Kategorien vergleichen. Und die haben die Möglichkeit, insgesamt 100 Punkte zu bekommen. Das ist aber alles natürlich nur meine eigene Meinung. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, welche der beiden Bahnen euch besser gefällt und wie ihr zu meiner Meinung steht, wie ich die Bahn gleich bewerte. Und dann möchte ich einfach mal sagen, beginnen wir mit der ersten Kategorie, und zwar mit dem Drop der beiden Coaster. Also Skywash ist ein bisschen niedriger, aber auch nur 2 Meter, und beide Drops sind wirklich phänomenal. Also Skywash bekommt von mir 14 von 15 Punkten, weil ich finde den Drop, obwohl er ein ganz kleines bisschen niedriger ist, auf jeden Fall besser als 10 von Flying Aces. Und das liegt daran, wenn ihr gerade ein bisschen steiler wird, dass man wirklich nochmal sehr starke Ejector-Airtime bekommt, während man gerade schon nach unten fährt. Und es ist wirklich einer der besten Drops, welche ich bis jetzt gefahren bin. Der von Flying Aces ist trotzdem auch sehr solide, auch schöne anhaltende Airtime und bekommt 10 von 15 Punkten. Und aktuell ist Skywash deswegen ein bisschen in Führung. Kategorie Nummer 2 ist die Länge der beiden Coaster. Und Flying Aces bekommt einfach 10 von 10. Die Fahrdauer ist richtig gut. Die Bahn ist 1,5 Kilometer lang. Und es kommt dann auf jeden Fall alles andere als kurz vor. Skywash ist ungefähr 400 Meter kürzer. Aber da die Bahn auf jeden Fall während der ganzen Zeit eine deutlich höhere Geschwindigkeit beibehält, fühlt es sich fast ein bisschen kurz an. Die Fahrdauer ist in Ordnung. Aber trotzdem könnte es meiner Meinung nach noch ein kleines bisschen länger sein. Ist wegen des Standorts im Park auf jeden Fall nicht möglich gewesen, aber ein paar Punkte muss ich deswegen abziehen und die Bahn bekommt nur 7,5 von 10 Punkten. Und die nächste Kategorie ist die Thematisierung und die Location. Und Skywash bekommt von mir 3,5 von 12 Punkten. Thematisierung ist eigentlich gar nicht vorhanden und die Location mit der gelben Farbgemo über den See ist auf jeden Fall ganz nett. Aber sonst auch stationstechnisch ist da von Thematisierung eigentlich gar nichts vorhanden. Und Flying Aces bekommt 5 von 12 Punkten. Location einfach auf einem großen Betonplatz ist wirklich auch nicht sehr schön. Aber die Queue-Line der Bahn und die Station ist der Hammer. Die Bahn hat eine der besten Queue-Lines, die es gibt, meiner Meinung nach. Und ist wirklich sehr schön thematisiert. Aber da es während der Strecke eigentlich gar nichts im Sinne von Thematisierung gibt, kann ich der Bahn leider nicht mehr Punkte geben. Aber die Queue-Line muss man auf jeden Fall hervorheben, weil dies ist wirklich phänomenal. Trotzdem hat Flying Aces deswegen hier ein Punkt mehr. Und die nächste Kategorie sind die Stats der Bahn, also einfach die Fakten, Höhe, Länge, Geschwindigkeit und so weiter. Und Skywash bekommt hier solide 6,5 von 8 Punkten. Es ist ein Hypercoaster, bisschen über 1 Kilometer Länge, gute Geschwindigkeit, also auf jeden Fall ein paar gute Punkte. Aber Flying Aces bekommt auf jeden Fall einen halben Punkt mehr. Die 2 Meter Höheunterschied macht nichts aus, aber die Bahn ist 400 Meter länger, was auf jeden Fall schon einen Unterschied macht. Und den man auch während der Fahrt merkt. Und deswegen bekommt Flying Aces hier einen halben Punkt mehr. Und Kategorie Nummer 5 sind das Fahrverhalten bzw. die Bügel. Und beide Bahnen sind während meines Besuches und während meiner Fahrten komplett smooth gefahren. Da konnte man sich nicht beschweren. Und deswegen bekommt Flying Aces auch schon mal 8 von 8 Punkten. Die Bügel sind Lap-Bars, welche von oben kommen, welche richtig angenehm sind. Das heißt, die sind super. Und deswegen hat Flying Aces hier auch die volle Punktzahl verdient. Und Skywash bekommt 5,5 von 8 Punkten. Die Bügel sind wirklich nicht optimal und können vor allem auf dem Brake-Run sehr eng werden. Ich hatte auf jeden Fall nicht annähernd so große Probleme mit den Bügeln wie andere Leute. Während der Fahrt fand ich sie jetzt nicht sehr stark störend, vor allem da sie jetzt nicht sehr groß sind und man ein relativ großes Freiheitsgefühl hatte. Aber optimal sind die Bügel nicht. Ich kann auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, wenn viele Leute eher Probleme damit haben und deswegen kann ich der Bahn auf jeden Fall jetzt nicht die volle Punktzahl geben. Aber ich finde, 5,5 von 8 Punkten ist immer noch ziemlich solide. Und die sechste Kategorie ist die Airtime bzw. die Inversionen. Und auch wenn Skywash keine Inversion hat, hat sie wirklich phänomenale Airtime. Nicht nur auf den Drops, sondern auf den Airtime-Hügeln hat man wirklich sehr starke, gute Ejector-Airtime. Und deswegen kann ich der Bahn hier auch volle Punktzahl geben, und zwar 12 von 12. Und Flying Aces hat auf jeden Fall auch ein paar sehr gute Airtime-Momente. Der Drop ist richtig gut. Wir haben zwei sehr schöne Flowchecter Hills, ein paar kleinere Speed Hills.
Das heißt, er hat dann technisch auf jeden Fall auch nicht schlecht, aber trotzdem nicht annähernd auf einem Level wie Skyrush. Und von Inversionen haben wir, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, eine Hardline Roll und dieser solide Hangtime. Und deswegen bekommt Flying Aces von mir 9 von 12 Punkten. Und die nächste Kategorie ist die Intensität. Und hier bekommt Skyrush 7 von 9 Punkten. Die Bahn ist wirklich sehr intensiv, sehr starke Gehkräfte und auch sonst wirklich sehr aggressiv, da man wirklich sehr starke Airtime hat. Und deswegen auch hier wirklich eine gute Punktzahl. Und Flying Aces bekommt ein paar Punkte weniger, 5,5 von 9 insgesamt. Also hat auf jeden Fall den Täter gute Gehkräfte. Und auch während der Fahrt ist es auf jeden Fall solide, aber auf jeden Fall nicht annähernd so stark wie bei Skyrush. Und deswegen ein paar Punkte weniger. Und nun kommen wir zu der drittletzten Kategorie und zwar zu dem Layout. Und Skyrush bekommt von mir 11 von 15 Punkten. Man hat in dem Platz, den man hatte, auf jeden Fall ein paar gute Erdmomente gepackt. Es ist nicht optimal, aber das ist wirklich dem Platz geschuldet, da man wirklich auf einem relativ beschränkten Baugrund gebaut hat. Und deswegen hier 11 von 15 Punkten ist immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Und Flying Aces bekommt das gleiche. Die Bahn ist zwar deutlich länger, allerdings haben wir während der Strecke auch ein paar schwächere Elemente, vor allem da es ein paar nicht ganz so intensive Kurven gibt, aber trotzdem auch ein solides Layout und deswegen die gleiche Punktzahl. Und nun kommen wir zu der vorletzten Kategorie und zwar zu dem Pacing. Und hier bekommt Skyrush 5 von 6 Punkten. Bis zum Ende hat man immer noch eine gute Geschwindigkeit und hält diese eigentlich auch die ganze Zeit bei. Deswegen auf jeden Fall fast die volle Punktzahl. Und Flying Aces bekommt einen Punkt weniger, 4 von 6 Punkten. Man hält auf jeden Fall auch hier auf der Bahn noch eine gute Geschwindigkeit bei bis zum Ende, aber man merkt auf jeden Fall, dass man ein bisschen Geschwindigkeit verliert, was aber auch an der sehr guten Länge der Bahn liegt, aber trotzdem ein bisschen weniger und zwar 4 von 6 Punkten. Und nun kommen wir zur letzten Kategorie und zwar zu der eigenen Meinung. Beide Bahnen bekommen von mir die gleiche Punktzahl und zwar 8,5 von 10 Punkten. Mir haben beide Bahnen wirklich sehr gut gefallen, Skyrush auf jeden Fall einen Ticken besser. Aber trotzdem von Punkten her würde ich der Bahn jetzt nicht unbedingt einen halben Punkt mehr geben als Flying Aces. Beide fokussieren sich auf jeden Fall auf komplett unterschiedliche Sachen und haben andere Stärken, weil Flying Aces ist mehr so ein Allrounder. Wir haben eine gute Inversion, eine schöne Q-Line und auch sonst während des Layouts gute Airtime-Momente, aber trotzdem auch mehrere Kurven, ein paar nette G-Kräfte. Das heißt, mit einer langen Fahrt auf jeden Fall viel geboten. Skyrush ist auf jeden Fall mehr auf die starke Airtime ausgelegt und die hohen G-Kräfte und einfach die Intensität der Bahn und auch auf jeden Fall auch, dass sie sehr aggressiv ist. Ist einfach was anderes. Mir gefällt beides auf jeden Fall super. Und ich hätte es sogar erwartet, bevor ich Skyrush gefahren bin, dass die Bahn deutlich besser ist als Flying Ace ist. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Und vor allem bei beiden Bahnen ist auch auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt, dass mir die Flawless-Sitze außen sehr gut gefallen. Und jetzt kommen wir zum Endergebnis. Mit einem Vorsprung von 2,5 Punkten hat Skyrush gewonnen mit 80,5 Punkten im Vergleich zu 78 Punkten von Flying Aces. Mir gefällt, wie gesagt, Skyrush ein bisschen besser, deswegen kann ich das Ergebnis nachvollziehen. Aber ich finde es vollkommen gerechtfertigt, dass die Bahnen sehr nah beieinander sind, weil ich finde, vom Gesamterlebnis her ist Flying Aces ein Ticken besser, unter anderem einfach wegen der sehr langen Fahrt. Wir haben eine Inversion drin, ein sehr abwechslungsreiches Layout und natürlich die super Q-Line und Station. Und das war es mit der nächsten Folge von Coaster Battle. Ich hoffe, auf jeden Fall euch hat es gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie euch die beiden Bahnen gefallen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob es noch jemanden gibt, der auch beide gefahren ist, um das vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen zu können. Aber auch wenn ihr noch keine gefahren seid, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Lasst gerne ein Like da, was euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Dann werdet ihr keines meiner zukünftigen Videos mehr verpassen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.